Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Frau Damus, Ahoi Anna Haya-Stuffer, sehr geehrte Anwesende. Ein Virus kann ein Leben ganz schön beeinträchtigen. Je nachdem, wie eine virusbelastete Person sich gegen das Virus aufgrund eigener vorhandener Antikörper wehren kann, wird das körperliche und geistige Wohlbefinden beeinflusst. Ein Virus kann eine Gesellschaft an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen. Je nachdem, wie aufgeklärt eine Gesellschaft ist, beeinflusst es das präventive Verhalten nicht nur einer Person, sondern ganzer Communities und bestimmter verhaltensorientierter Gruppen. Wenn eine Gesellschaft es zulässt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und Aufklärung diskreditiert und negiert werden und durch eine Erregungs- und Verschwörungskultur ersetzt wird, dann hat die Gesellschaft, dann haben alle verloren. Ein Virus kann tödlich sein, wenn sich der oder die Einzelne durch Unwissen erhebliche größere Risiken aussetzt, als es sie für sie verträglich ist. Und die Gesellschaft nicht schnell genug und umfassend genug, zum Beispiel in Jugend- und Bildungseinrichtungen von Anfang an, für eine alters- und bedarfsgerechte Aufklärung gesorgt hat. Ein Virus kann aber auch aufbauen. Er hat zum Beispiel eine bundesweite, wissensbasierte, aufklärende AIDS-Selbsthilfe ermöglicht. Wo wären wir heute, wenn es nicht den Druck auf die Regierungen in der Welt und in der Bundesrepublik gegeben hätte, Mittel für die AIDS-Forschung und für Aufklärungsprojekte bereitzustellen? Wie lange hätten wir auf Hilfe in der jetzigen Situation warten müssen? Die umfassende und tiefenwirksame Aufklärung über verschiedene Risiken von sexuell übertragbaren Krankheiten seit den 80er Jahren hat eben auch die Gesellschaft in ihrer Wahrnehmung über Sexualität, geschlechtliche Identität freier gemacht und sie von ausschließlich heteronormativen Einerlei befreit. Insofern sollten wir den Blick nach vorne richten. Was haben uns die letzten 2 Jahre gebracht? Zuerst die schlechte Nachricht. Die Videokonferenz, sie wird bleiben. Jetzt die gute Nachricht. Die Videokonferenz verbindet uns über alle Regionen hinweg. Erstmals starten wir in Brandenburg anlässlich des Rainbow Day 21 den queeren Bildungsexpress mit mehr als 15 Online-Bildungs- und Vernetzungsveranstaltungen. Interessierte treffen sich, um sich über queere Themen zu verständigen, sich auszutauschen und fortzubilden. Die Anmeldungen aus dem ganzen Land Brandenburg und darüber hinaus sind ihm ein deutliches Zeichen dafür, dass Brandenburg Aufklärung will und braucht. Wir brauchen also Aufklärung nicht nur über das Impfen, sondern auch über geschlechtliche Identität und sexuelle Vielfalt. Wir brauchen Aufklärung zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Wir brauchen Aufklärung für Menschen, die eine Behinderung haben. Insofern kann ich also Sie, die Abgeordneten, nur bitten, sich bei den nächsten Haushaltsverhandlungen sich genau dafür auch einzusetzen, weil sonst bricht diese Gesellschaft auseinander. Bleiben Sie also schön queer. Vielen Dank.